Sie haben es bereits gesagt, es gab aus Ihrer Sicht Maßnahmen, die man nur gebracht hat mit der Hoffnung, sie würden dann abgelehnt. Es gab auch solche Gerüchte bereits im Vorfeld der stadträtlichen Debatte, betreffend TOPS und auch betreffend neue Museum Biel lediglich als List gedacht waren. Ich möchte hier festhalten, dass ich nie und zu keinem Moment Zweifel hatte, dass der Kulturdirektor diese Vorschläge seriös gemeint hat und auch seriös begründen würde. Während der Debatte im Stadtrat hat mir dann der Gemeinderat Mann für dieses Vorgehen meine Unterstützung versagt. Ich habe ihm gesagt, das kannst du nicht machen und ich werde das nicht unterstützen. Seine Mitteilung an mich habe ich zudem eher als eine spontane Mitteilung verstanden und auch nicht als Versuch, mich zu konsultieren, sondern eher als Meinungsäußerung, als spontane Äußerung. Erst später wurde mir dann mitgeteilt, dass die Gemeinderäte sehr wohl sich besprochen haben und abgesprochen haben. Davon hatte ich keine Kenntnisse und es kann natürlich auch davon ausgegangen werden, davon gehe ich aus, dass Herr Nemitz, mein Kollege, mich hier auch nicht von dieser Information, dass er mir diese Information vorenthalten wollte, war, den Sparvorschlag des Gemeinderates zu erweitern, offener zu gestalten. Der Gemeinderat hat gesagt, wir schlagen vor, dass das Orchester, das Berufsprofiorchester, in ein Projektorchester umgewandelt würde, was zu einer Ersparnis so schätzungsweise eben von 1 Million geführt hätte. Die bürgerlichen Parteien wollten dem TOPS mehr Freiheit geben und haben deshalb einen Vorschlag formuliert, in dem sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass man der TOPS vorschreibt, ihr müsst ein Projektorchester machen, sondern die TOPS sollen einfach 1 Million einsparen und selber Vorschläge erarbeiten, wie sie das machen möchten. Dieser Vorschlag wurde vom Gemeinderat, von meinen Kolleginnen und Kollegen offenbar als nicht umsetzbar beurteilt in den vorgängigen Konsultationen, weshalb sie meinen Kollegen gesagt haben, dass der Rückzug als eine Möglichkeit aus ihrer Sicht durchaus in Frage komme und in Ordnung wäre. Ich persönlich bin aber nach wie vor überzeugt, dass die in die Diskussion eingebrachte Lösung durchaus umsetzbar wäre. Ja, der TOPS sogar mehr Handlungsfreiheit, mehr Handlungsspielraum gegeben hätte als eigentlich der ursprüngliche Vorschlag. Mit dem Rückzug mit dem Rückzug dieses Sparvorschlags, mit dem Rückzug durch meinen Kollegen Herrn Nemitz, bin ich der Meinung, hat mein Kollege unter anderem auch die Ausgangslage für die TOPS nicht erleichtert, sondern sogar erschwert. Weil was wird jetzt passieren? Jetzt wird man erst recht hinschauen, jetzt wird der Leistungsvertrag plötzlich ein Thema sein, in der Abstimmung, die dann noch kommt im Herbst, wo wir doch bisher davon ausgingen, dass dieser Leistungsvertrag keine Diskussion sein würde. Also hier ist die Ausgangslage eher schwieriger geworden aus meiner Sicht für die TOPS. Heute Abend den Gemeinderat darüber informiert, noch einmal, dass ich nicht hinter dem erfolgten Rückzug stehe und das auch hier heute Abend mit Ihnen entsprechend kommunizieren werde. Dies deshalb auch, weil ich neben den geäußerten Befürchtungen betreffend Ausgangslage für die TOPS auch der Meinung bin, dass damit mit diesem Eckstein, der aus dem Sparpaket gebrochen wurde, die Chancen für die Sanierung der Bieler Finanzen sehr schwierig geworden ist. Es wird schwierig, hier noch einen gemeinsamen Kompromiss über alle Parteien hinaus zu finden. Und ich bin überzeugt, wenn wir die Bieler Finanzen sanieren wollen, und die müssen wir sanieren,
Es gibt keine Diskussion, wir müssen die Bilanzfinanzen sanieren, es ist notwendig. Dann wird es notwendig sein, dass alle einen Beitrag leisten. Alle heißt eben auch die Kultur. Und das ist meine Begründung, weil ich einerseits nicht hinter diesem Rückzug stehe, weil ich dort der Überzeugung bin, es wird diesen Kompromiss, diesen breiten Kompromiss, der sich abgezeichnet hat, bereits im Vorfeld der Spardebatte, wird es gefährden, es wird ihn massiv gefährden, und deshalb ist dieser Rückzug einerseits taktisch nicht zu verantworten aus meiner Sicht und andererseits auch für die Tops noch einmal im Resultat nicht förderlich. Danke für diese Kenntnisnahme. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Ja, bitte. Natürlich, selbstverständlich. Was war die Begründung für den Rückzug? Ich habe das erwähnt, aus Sicht des Gemeinderates, aus Sicht der Konsultationen, die getroffen wurden, vor der Sitzung, ist man der Meinung, dass die Umwandlung, das Gesuch, nicht das Gesuch, der Vorschlag der möglichen Parteien, nicht unbedingt jetzt den Fokus auf die Umsetzung oder die Umwandlung in ein Projektorchester zu setzen, sondern einfach einen allgemeinen Sparauftrag zu formulieren, dass der nicht umsetzbar wäre. Also man hat den Vorschlag der möglichen Parteien als nicht umsetzbar betrachtet. Wenn das so wäre, natürlich tatsächlich, wenn man damit einverstanden wäre, gebracht. Und wie geht es jetzt weiter? Das kann ich Ihnen dann sagen. Wir haben im Mai, wir haben die Spardebatte noch nicht abgeschlossen, das kann man sagen. Im Mai ist eine weitere außerordentliche Sitzung anberaumt des Stadtrates, aber es ist sicher so, dass wir auch als Exekutive uns Gedanken noch machen werden, wie ganz konkret wir jetzt das weitere Vorgehen sehen. Andere Fragen? Dankeschön. Vielen Dank, Bert. Was zu sagen ist, aus der Sicht aller Fraktionen,